Hallo, hallo erstmal. Und ich würde sagen, deine Tampons werden bei Frische Post gelistet. Ja. Ich glaube, das hast du nur gemacht, damit wir das jetzt sagen. Moin, wir sind Eva und Jule oder Jule und Eva und wir haben unsere BWLer-Slides mitgebracht. Es tut uns leid, wir sind eher nerdig unterwegs, aber wir haben auch ein bisschen Spaß bei dem, was wir machen. Und der Titel heißt Vom Startup zum digitalen Mittelstand. Ich hoffe, ihr nehmt das jetzt sehr, sehr ernst, denn wir befinden uns eindeutig da schon ganz weit auf der Zielgeraden zum digitalen Mittelstand. Und wir haben uns das vor 3 Jahren recht einfach gemacht. Wir haben uns nämlich einfach so gesagt, wir wollen keine Karriere im Konzern machen. Wir befördern uns jetzt mal einfach mal von links unten nach rechts oben direkt zum Director-Titel und nennen uns einfach mal Geschäftsführer. Das ist ein super Titel, dauert aber ein bisschen, bis es wirklich Sinn macht und man darüber reden kann, dass man was erreicht hat. Und das sind jetzt 3 Jahre. Und die 3 Jahre sind auch eine ganz schöne Achterbahnfahrt gewesen bisher. Wir bringen euch jetzt mal ein bisschen durch das, was wir so erlebt haben. Also das ist Klein Jule. Klein Jule sitzt auf einem Heuballen mit ihrem Hund und ihrer Schwester und wächst in Schleswig-Holstein auf einem landwirtschaftlichen Betrieb auf. Und ihr Daddy daneben mit Hund im Wald hat nicht so eine richtige Lust, sich mit Vermarktung zu beschäftigen, weil er ist halt Bauer. Und deswegen nimmt er irgendwann mal Jule zur Seite, als sie schon ein bisschen älter ist, als sie Abitur macht und sagt, Jule, da muss eigentlich mal was passieren. Also wir sind Bauern und wir haben wirklich gute und ehrliche und natürliche Lebensmittel, die wir hier produzieren, vor der Haustür, vor Hamburg. Und was wird da eigentlich verkauft in den Supermärkten in Hamburg? Das ist doch alles Einheitsbrei. Und das ist überhaupt nicht authentisch. Und du willst doch hier was verändern. Du willst dich doch selbstständig machen. Du redest die ganze Zeit davon, dass es dein Traum ist, deine eigene Firma zu gründen. Ja, dann mach doch mal was. Kurzum, Jule gründet. Und die Idee, habe ich ja eigentlich schon ein bisschen beschrieben, ist letztlich den Produzenten wieder total in den Vordergrund zu schieben und zu sagen, wir schlagen eine Brücke. Und zwar schlagen wir eine Brücke zwischen Erzeugern und Verbrauchern. Und die Verbraucher, das sind die Städter, das sind wir. Wir leben hier alle in der Stadt und das ist alles extrem anonymisiert. Wir wissen überhaupt nicht, was wir essen, woher der ganze Krams herkommt. Und wir hoffen, ihr habt euch schon ein bisschen an dieser Kiste bedient. Ich glaube, sie war eben voller. Das ist auch alles ohne Glyphosat. Ja? Also ist alles sicher. Und das ist auf jeden Fall eine unserer glücklichen Kundinnen, die da ihre Box auspackt. Und ich glaube, Eva wird euch jetzt mal erzählen, was da genau stattfindet bei Frische Post. Ja, aber erstmal noch kurz zu mir. Also ich heiße Eva und ich habe jetzt zwar nicht den Landwirtschaftshintergrund, aber schon immer mit mir getragen die Idee des sozialen Unternehmertums. Ich habe schon immer gesagt, so hey, ich muss irgendwie noch ein bisschen mehr als den Profit machen. Ich habe BWL studiert und habe halt gemerkt, irgendwie so richtig wohl fühle ich mich in dem Umfeld nicht. Ich finde das irgendwie alles ganz spannend und ich glaube, dieses Unternehmergehen habe ich total in mir, aber ich will mehr machen. Also ich will irgendwie noch so einen Mehrwert schaffen. Und da muss ich auch sagen, so ich glaube, ich habe da schon mein Glück gefunden im Sinne von, ich mache genau das, was mir Spaß bringt, wo ich irgendwie für stehe, wo ich eine Passion für habe. Aber ich finde auch, eigentlich muss jeder Mensch sagen, so, es geht nicht nur ums Glück, was man selber irgendwie erfahren will, sondern auch darum, dass man irgendwie die Welt ein Stück weit besser macht. Ich finde, diese Verantwortung haben wir irgendwie. Und deswegen habe ich auch schon im Studium mich sehr stark mit dem Thema Sozialunternehmertum beschäftigt und dann eine Konferenz ins Leben gerufen. Sensibility hieß die, das Team. Wir haben ganz viel gemacht und getan und diskutiert. Da habe ich auch in dem Kontext Jule kennengelernt und wir haben schon gemerkt, okay, da gibt es irgendwie Themen, die uns beide halt interessieren. Und dementsprechend war es jetzt nicht die Idee Frische Post selber, die mich irgendwie getrieben hat, sondern eher die Idee Frische Post als Sozialunternehmen. Die Idee, die Jule eben aufgezeigt hat, das ist eigentlich im Kern immer noch so geblieben, außer dass wir gesagt haben, nun nicht nur die Idee selber soll nachhaltig sein, sondern auf allen Ebenen wollen wir nachhaltig sein. Also wir wollen Elektromobilität, wir wollen Mehrwegsystem, alles, was jeder eigentlich sagt, ist noch nicht so ganz wirtschaftlich und irgendwie auch kompliziert, aber wir machen das. Wir wollen die Geschichte hinter dem Produkt erzählen, wir wollen ganz genau sagen, was eigentlich abgeht im Lebensmitteleinzelhandel und diese Anonymität aufheben. Und wir wollen über den Verkauf von Lebensmitteln hinausgehen und eine regionale Esskultur schaffen und halt Leute zusammenbringen, Nachbarschaften kühren und halt das Thema Lebensmittel näher bringen.
Ja, hier sieht man es nochmal, also das ist gerade unser aktueller Shop, habe ich eben nochmal schnell einen Screenshot gemacht. Es ist nicht nur so, dass oben die klassischen Kategorien halt hier so zu sehen sind und man den Wocheneinkauf machen kann, sondern man kann halt eben auch gucken, was geht hier so ab in der kulinarischen Riege in Hamburg, was kann ich denn eigentlich morgen kochen, welcher Wein passt zu meinem Essen, also einfach auch so dieses Thema Inspiration, regionale Esskultur. Wie funktioniert Frische Post? Nochmal ganz kurz, der Kunde kauft online auf www.frischepost.de. Daraufhin produzieren unsere Produzenten auf Bestellung frisch, liefern diese Ware dann zu uns ins Lager, wo wir dann kommissionieren und dann noch am selben Tag mit unseren Elektrofahrzeugen zum Kunden ausliefern. Unsere Kunden sind nicht nur die Endkunden, sondern auch Kitas, Gastronomie und Firmen. Und wir haben auch Abholstationen, wo der Kunde es abholen kann. Noch ein paar kurze Facts, wie convenient wir sind und mit Frische Post. Also wir haben ganz viele tolle Produkte, über 1500 von 250 verschiedenen Erzeugern. Wir haben auch ähnlich wie HelloFresh, nur ganz regional und nachhaltig, tolle Rezeptboxen. Wir liefern jeden Tag fast mittlerweile, außer Sonntag. Man kann heute bestellen, morgen die Ware bekommen. Man kann ganz viele verschiedene Zeitfenster wählen. Am Tag der Lieferung erhält man eine SMS, wo man informiert wird, wo der Fahrer sich gerade befindet und wie lange er noch braucht. Man kann kostenlos an Abholstationen abholen und über Handy bestellen, über Tablet und hat ganz viele tolle Funktionen, wie zum Beispiel Einkaufszettel oder Bestellerinnerung. So, wir haben so viel zu erzählen, ich glaube, wir müssen uns echt ein bisschen kurz halten, das sind nämlich nur 5,5 Minuten. 3 Jahre Frische Post, wir feiern in ein paar Wochen unseren 3. Geburtstag. Vom Bootstrapping, Stipendien sammeln und Investoren überzeugen. Also ich würde sagen, das erste Jahr sah ungefähr so aus. Wir haben so ziemlich alles selbst gemacht. Wir saßen wirklich selber auf diesem Fahrrad, sind durch die Stadt gedüst und haben die Boxen ausgeliefert. Wir sind zu den Bauern raus und haben die Ware abgeholt. Wir haben ziemlich doll gefeiert an dem Tag, wo wir das Exist-Gründerstipendium bekommen haben. Wir saßen im Social Impact Lab hier in Hamburg und hatten 8 Monate tolles Coaching und einen Umsonst-Arbeitsplatz. Und es war schon eine gute Zeit. Aber dann wurde es irgendwann ernst, weil ja, da war zwar auch Umsatz, aber die Kosten waren leider ein bisschen höher. Und das Stipendium war auch irgendwann vorbei. Und da haben Eva und Jule gemerkt, jo, jetzt wird's ernst. GmbH ist gegründet, wir sind ganz tolle Geschäftsführer, aber jetzt brauchen wir mal ein bisschen Geld auf dem Konto. Und da haben wir uns die Frage gestellt, wo wollen wir denn langfristig hin mit Frische Post? Sind wir irgendwie das coole neue Rocket-Internet-Startup, das irgendwie einen Exit in 3 Jahren macht? Nö, das sind wir nicht. Und wir haben unseren eigenen Weg gesucht und wir haben ihn auch gefunden, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen ganz authentisch sein, wir müssen unseren eigenen Traum irgendwie verwirklichen und wir müssen Menschen davon überzeugen, dass es gut ist, uns Geld zu geben, weil sie uns vertrauen. Und sagen, wir finden es gut, was Jule und Eva da machen. Und wir haben diese Menschen ein Glück auch gefunden. Es sind 2, die dann direkt am Anfang angekommen sind. Witzigerweise sitzt sogar unser Anwalt hier, der hat das Ganze miterlebt und hat uns irgendwann mal erklärt, wie das so funktioniert mit dem Gesellschaftsvertrag und den Beteiligungsvereinbarungen und so weiter und so fort. Da vorne oder da rechts sieht man unseren ersten Notartermin bei der Kapitalerhöhung. War alles sehr, sehr aufregend. Inzwischen sind wir schon ein bisschen gewöhnt daran. Im zweiten Jahr hieß es dann, okay, wir haben jetzt irgendwie Geld auf dem Konto, jetzt müssen wir mal eine Marke so richtig aufbauen. Und da muss man auch mal wirklich sagen, ohne Marke kannst du eigentlich im B2C-Geschäft nichts machen. Du musst eine Marke sein, du musst bekannt sein, du musst Pressekontakte pflegen, du musst dich für irgendwelche für Wettbewerbe bewerben und dann irgendwann auch mal auf der Bühne stehen und den Preis überreicht bekommen. Das gehört einfach alles dazu, weil wenn man das nicht macht, dann kann man noch so betteln, dass die Kunden auf unsere Website kommen und irgendwann mal eine Box bestellen. Und dann gehört das ganze Thema authentisch sein und mit seinen Produzenten einfach ein ganz ehrliches und vertrauensvolles Verhältnis pflegen und das auch vor allem nicht vernachlässigen, weil das sind die wichtigsten. Wir haben eigentlich 2 Kunden und das sind die Bauern und das sind die Endverbraucher. Und unsere Bauern, die sind so wichtig, dass wir eigentlich mindestens einmal im Monat zu ihnen rausfahren müssen, wie es hier auf dem rechten Foto zu sehen ist und mit ihnen schnacken müssen und gucken müssen, wie ist die Lage, was sind eure Probleme, was nervt euch bei uns im Moment und wie können wir das Ganze irgendwie besser machen. Weil am Ende wollen wir, dass der Bauer ja auch profitiert von dieser ganzen Veranstaltung.
So, und jetzt kommen wir zu den Operations, das ist Eva. Und man muss auch nochmal sagen, Eva ist die Operations-Frau und ich bin eher so die Marketing-Frau. Deswegen habe ich auch Eva gebeten, heute dieses weiße T-Shirt anzuziehen mit diesem Logo drauf. Ich wollte eigentlich auch das Roll-Up hier aufziehen. Ich habe auch noch ein paar Flyer mitgebracht und Gutscheine. Also man muss das hier als Werbekampagne sehen. Also du hast dein eigenes. Mach mal weiter. Mein eigenes Mikro. Das ist zwar nicht so fancy wie deins, aber auch toll. Ja, also wir haben nicht nur eine Marke aufgebaut, sondern wir haben halt auch einen Professionalisierungsprozess hinter uns gebracht. Der ist natürlich noch nicht abgeschlossen, noch lange nicht. Aber wir haben halt gesagt, okay, was können wir eigentlich gut, was können wir nicht so gut? Haben wir irgendwann gemerkt, okay, Packen von Boxen, das können andere besser. Ausliefern mit Elektrofahrzeugen und dem Kunden halt tolle Sachen bringen, das können wir sehr gut. Also fokussieren wir uns mal auf Elektromobilität, eigene Infrastruktur aufbauen, eigene Autos organisieren, diese toll branden, durch die Stadt fahren lassen, aber halt die Logistik outsourcen zu einem Naturkost-Großhändler, der das jetzt für uns macht und der uns dann täglich frisch die Boxen liefert. Und das hat uns dann auch zum Punkt gebracht, wo wir halt wirklich skalieren konnten und wo wir wirklich uns auf andere Dinge fokussieren konnten. Ja, also auch das Thema Kooperationen und Abholstationen war für uns sehr wichtig, weil wir haben gemerkt, es gibt auch die Kunden, die ein bisschen skeptisch sind, mit sich so beliefern lassen und dann zu Hause sein müssen und so. Und auch das Thema Kosten bei Auslieferungen haben wir schnell gemerkt, wir müssen auch eine Art von Bündelung haben in der Logistik. Das heißt, wir brauchen Abholstationen und da haben wir uns zwei Partner gesucht, und das ist einmal Butni und das ist einmal die Haspa, die für uns diese Abholstation großflächig anbieten und wir auch die Möglichkeit haben, nicht nur in der Logistik kosteneffizient zu sein, sondern halt eben auch eine enorme Reichweite zu bekommen. Denn hier zum Beispiel Haspa, das ist jetzt erst vor kurzem gestartet, die haben halt schön in ihrer Presseabteilung das über sämtliche Kanäle geblasen. Das war für uns halt ganz schön, weil diese Möglichkeiten hätten wir halt sonst gar nicht und das wäre sehr schön. So, jetzt nochmal ganz kurz zum Team. Ich glaube, wir beide würden hier nicht stehen, wenn wir nicht so ein starkes Team hinter uns hätten, die alle mit wahnsinnig großer Leidenschaft dahinter stehen. Und manchmal denken wir so, boah, wie haben wir das verdient? Warum haben wir eigentlich so coole Menschen am Start? Und warum sind die alle so wahnsinnig motiviert? Und da freuen wir uns wirklich drüber, weil wir glauben,